Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Goble Space Program. Ja, ich stehe hier schon auf dem Launchpad, denn unser erster Duna-Encounter steht an, in genau einem Tag und zwei Stunden. Und unsere Satelliten stehen auch bereit auf dem Startfeld. Ein bisschen modifiziert, denn die Rakete ist sehr, sehr schwer, nachdem ich hier oben noch extra Tanks anbauen musste, um unsere Betriebsreichweite zu erweitern, um perfektionieren. Braucht es die Rakete mehr Boost, was es auch schwerer macht, sie zu lenken. Aber ich hoffe, dass wir mit der jetzt relativ weit kommen können. Ich habe davor schon eine Aufnahme abgebrochen, weil wir nicht mehr rauskamen und ich die jetzt noch perfektionieren wollte. Also, let's go. 3, 2, 1, Liftoff. Das ist ein Biest. Das ist so ein Biest jetzt. 3 Feststoff, 3 Triebwerke, 4 Flüssigtriebwerke. Nur um einen Transporter von, ja, ich glaube, 4, 5 Satelliten Richtung Duna zu bringen. Das ist das, was wir benötigen. Und zum Glück auch nur für diese Mission. Und ich hoffe, in Zukunft brauchen wir sowas gar nicht mehr, wenn unsere Systeme zum Transport vom Mon aus funktionieren. Dann müssen wir sowas nicht mal mehr ansatzweise bauen, sondern bauen das in der Schwerelosigkeit und tanken es dort voll. Aktuell nicht möglich mit sowas. Aber wenn wir auch keine Feststofftreibstoffe nicht mehr verwenden können, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist allein schon auch heftig, was wir da jetzt an Treibstoff verbrauchen. Das ist ja Milliarden an Euros. Aber wir sind auf jeden Fall schneller oben wie sonst. Wir sehen auch, dass die Geschwindigkeit der Rakete hoffentlich mal gut tut. Wir tun jetzt ein bisschen die Haupttriebwerke cutten. Wir haben fast die doppelte Triebwerksleistung. Das ist perfekt. Es läuft aber ziemlich, ziemlich gut aktuell. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir schießen jetzt mit der straight nach oben. Das hat einen Grund. Sobald ich hier was entkopple, wir haben keine Mini-Booster, die das Zeug wegschieben. Bedeutet, die Raketenteile würden nach innen wahrscheinlich fliegen und unsere Rakete implodieren lassen. Deswegen gerade nach oben, alles abkoppeln, drehen, Vollschub. Ist zwar nicht effizient, aber ich glaube aktuell der einzige Weg, damit wir diese Rakete wirklich hochkriegen. Wir können einen Versuch machen, wo wir uns ein bisschen drehen, sobald wir die passende Höhe haben. Aber jetzt hat aktuell Vollboost einfach raus hier. Die Festtreibstoff-Booster verlassen uns auch jetzt. Und sind somit out of the way. Wir gehen auf einen Rotationsflug. Stopp. So könnte ich mir vorstellen, dass wir die Treibstoffbooster trotzdem verlieren. Wir sind eh schon weit oben. 40.000 Kilometer. Und 90.000 bei Parapsis bereits. Holy shit. Das ist gar nicht schlecht, so wie die gerade läuft. Das kommt aber gleich der spannendste Teil, das Abkoppeln. Wir reduzieren den Schub nochmal. Und sobald wir entkoppelt haben, Vollboost nach vorne raus, damit die eine geringere Geschwindigkeit haben. Sonst, glaube ich, ist das ein sehr enger Punkt. Warten wir noch 200 Meter pro Sekunde Schub, das geht sich noch aus. Aber wir sind eh gleich aus der Atmosphäre raus. Bitte, 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 yes! Und jetzt gehen wir auf
90 Grad. So. Und schieben einfach mit voller Wucht. Ist der einzige Sinn gerade dahinter. Da, die Stage ist... Oh, die Stage schaut schwach aus. Die schaut schwach aus. Aber jetzt schauen wir so aus, als ob wir wahrscheinlich sogar ein bisschen weiterkommen. Wir sind einen sehr hohen Apoapsis schon. Wenn der Periapsis jetzt noch schön rauskommen würde, wäre es natürlich perfekt. Aber wie gesagt, der Plan ist, dass wir die Rakete heute Richtung Duna schicken, in der übermorgigen Folge dann Richtung Eve und dann unseren Rover Richtung Duna schicken, um nächste Woche die Mission abschließen zu können und dann auf neue Forschung zu setzen und uns weiterentwickeln zu können. Aber da müssen wir natürlich hoffen und schauen, dass das alles so klappt, wie erhofft. So, ich gehe ein bisschen runter, um vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeit dem Teil zu geben. Ohne, dass er den Periapsis anfängt zu verkleinern, weil der ist auf einer schönen Höhe aktuell. Aber dass der Periapsis immer rausfliegt. Wir sind jetzt schon bei minus 300.000, 370.000 Kilometern. 370.000. Das wäre ja einmal durch die Erde, durch in die falsche Richtung. Dann hätten wir einen Kreis neben Körben. Minus 330 Kilometer unter Körben. Was natürlich jetzt auch nicht unbedingt gut ist. Wir gehen noch ein bisschen tiefer und versuchen dem noch ein bisschen mehr Burst zu geben. Ist zwar nachteilhaft für unsere Rakete, aber komm schon. Ich will nicht den anderen Tank verschwenden müssen. Das ist jetzt eher die Sache. Ich will nicht den anderen... Der andere Tank ist für uns fast schon essentiell, denke ich. Komm schon. Bitte bremst einfach runter. 100.000 unter drunter. Oh, das schaut echt gut aus. No, nicht drehen, nicht drehen. Das ist gar nicht gut. Soweit es uns rausbringt. Und knapp unter die Atmosphäre noch. Jetzt bedeutet rein theoretisch... Ah ne, der bremst gar nicht mehr. Er wird ein dauerhafter Freund in unserer Atmosphäre bleiben. Haben wir eigentlich SDS dabei? Ich weiß es gar nicht. Wir werden jetzt die Triebwerke deaktivieren. Und die Entkopplung der Hauptstufe beantragen. Um unser großes Baby zu begrüßen. Das für die Mission geschaffen wurde. Ein Masterpiece. Wir entfalten die Stages. Und hier sehen wir unsere Mini-Babys. Vier kleine Satelliten, die zur zum Funk zur Hauptstage stehen sollen. Was am Ende der Plan wäre. Dass sozusagen dies die Hauptstage wird. Und uns dann sozusagen Funkdaten Richtung Körben schickt. Um dem Rover die Möglichkeit zu geben, mit möglichst wenig Funkfrequenzmaterial eine Verbindung zum Kerbal Center aufbauen zu können. So, Antenne ausfahren. Antenne ausfahren. Ah, da fehlt noch eine Antenne. Antenne ausfahren. So. Schaut brutal aus. Alter, schaut euch dieses fette Teil an. Ready for transport to Duna, würde ich sagen. Wir haben 600 Meter pro Sekunde dort drin. Das ist also echt eher so eine Schutzstage jetzt mittlerweile. Die macht mir eher Sorgen, die Stage. Aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass das hier entkoppelt werden muss und deswegen die Daten nicht ganz stimmen.
So, jetzt müssen wir schauen. Wir können ein bisschen vorspulen. Ach nee, können wir nicht. Beim Abo-Abschluss müssen wir noch einen kurzen Burn geben. Aber ein bisschen durch die Atmosphäre streifen. Das ist nicht das, was wir wollen. Bedeutet, wir spulen erstmal hier vorspulen. Und bringen uns in Burn-Position. Da ist unsere Second St oder First Stage. Wie gut erschafft es sich, die Rakete zu adjusten? Oh, sehr gut. Holla. Und jetzt haben wir allein schon viel Funk. Wenn wir überlegen, dass das hier funkt und die vier Teile funken, haben wir eine gute Verbindung eigentlich jederzeit zum Kerbal Space Center. Und die sind auch extrem gut equipped, glaube ich. Werden alleine sogar die Verbindung zu Duna, zu Kerbin schaffen. Aber sie sollen trotzdem über unsere Hauptstage arbeiten, da die gleich hoffentlich reliable ist. So, Leute, wir geben jetzt hier ein bisschen Schub. Nur so ein bisschen, um auf die 100.000 zu kommen. Nur ein bisschen, nur ein Hauch. So. Also wir haben immer noch so viel MS pro Sekunde. Magic! Wir haben einen Tag noch bis zum Vorspulen. Das sind 38 Minuten, die wir hier vorspulen können. Ich will mal hier die ganzen Daten durchschauen. Ja, die Mannstation kriegt. Dieser Hund! Wir haben dann, wenn wir einmal rum sind. Oh, warte mal, das sind Minuten, von denen wir hier gerade reden. Wir reden nicht von Stunden, die vergehen, wir reden von Minuten. Wir sind so weit im Vordergrund. Wir hätten auch bis zu 2 Stunden vor Mission beginnen können. Oh Gott. Okay, warte mal. Ich würde gerne. Holy shit, stopp, 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 stopp. Das war ein bisschen fast. Holy shit, geht das schnell. Und noch. So, okay. Jetzt haben wir noch 2 Stunden. Leute, das ist so surreal. 2 Stunden wären, warte mal, wir spulen mal 12 Minuten vor, damit wir das circa einschätzen können, wo wir burnen müssen. 12 Minuten wären hier. Add Manöver. Dann würde ich gerne. Wie kann ich denn hier. Wie geht denn das? Warte mal. Ich will der. Ah, warte mal, hier. Normal Radial, nee. Aber hier steht doch wahrscheinlich, wie viel Burn wir brauchen. Ejection braucht 252 Meter pro Sekunde. Prograde. Aber wie viel waren es? 2000 Ejection Force alleine, was? What? Prograde. Prograde müssen. Ach, guck mal, da steht sogar haargenau da. Müssen 2208. 2000. 200. Ich nehme mal das kurz wieder raus. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Und 8. Und was war das andere? Das andere war ein Prograde und Insertion. Also das sind dann nichts, die 3000. Und dann brauchen wir noch, wie war 15, minus 15 MS in Normal. Minus 15 MS in Normal. Ah, das müsste doch stimmen von den Daten hier. Oder? Ne, warte mal, das ist der zweite. 15,4. Oh, das darf man nicht vergessen, die 4 hier. Ich weiß, es ist jetzt schon fast wie Cheaten, was ich hier mache, aber. Er schießt uns hier raus. Das Ziel setzen.
Das Problem ist halt, dass wir einfach zu weit vorne sind. Ah, hier, warte mal. Next Orbit. Dann müssten wir doch um einiges näher sein, oder? Hä, warum passiert denn da nichts? Eigentlich müssten wir doch dann hier in der Verbindungslinie zum... Hä? Sind wir einfach zu blöd? Oder bin ich einfach zu blöd, gerade zu checken? Wo dieser blöde Punkt sein soll? Aber mal 2 Stunden in die Zukunft. Maneuver Node ist in 1 Stunde. Das stimmt nicht. Next Orbit. Ha, und jetzt können wir rein theoretisch adjusten, dass wir von den Minuten her stimmen. Genius Move, warte mal. So. 1 Minute 32. Bedeutet hier circa, oder? Herr Willard versucht sich sowas zu cheaten. Hä? Ach, komm schon, das gibt's doch gar nicht. Hä? Warte mal. Das gibt's gar nicht. Reset. Bin ich jetzt zu doof zu verstehen, wie das ganze System hier funktioniert, oder wie? Nope. Add Maneuver Point. Ich ziehe den jetzt raus. Bis zu... Na, wir schauen jetzt mal. Jetzt ist es schon wieder so... Gibt es doch gar nicht. Hä, was ist denn das für eine rote Linie jetzt? So, jetzt hat. Ich versuche jetzt von dem Punkt genau mit Next Orbit und alles hinzukriegen. Schauen wir mal. Ne, warte mal, da muss ich hier nicht hin, sondern hier hin. Next Orbit, Next Orbit, Next Orbit. Hä, warte mal. Ach, das kann doch gar nicht so schwer sein, so einen blöden Punkt zu setzen, oder? Alter, das Ding, also dass es so groß wird, ist cool, weil du kannst es halt viel besser manövern teilweise, aber teilweise ist es auch schlimm. Alter, komm schon, das gibt's doch gar nicht. Tue ich die ganze Zeit irgendwas negieren? Aber nee, oder? Baut sich immer näher auf, warte mal. Ich brauche nur einen Zeitpunkt. Gib mir eine Sekunde. Gleich haben wir's. Oh, wir es. Oh, ist aber. So viel MS habe ich nicht. Warte mal. Hä, check ich das gerade nicht? Wie soll das funktionieren? Gib mir eine Sekunde. Hä?
ich soll Ejection Angle ist 22,75 Grad zu Prograde. Von was ist denn das die Gradzahl an? Ich kann gern hier beim Prograde Burn machen. Weiß bloß nicht, ob der so gut ist. Warte mal, der ist sogar besser. Warte mal, der ist echt besser. Oh, das war echt knapp. Wie viel MS bin ich? Das ist so knapp. Komm schon. Als ob ich keine Verbindung zu Duna krieg. Zeig mir an, wie nah ich an dir vorbeifliege, du Depp. Komm schon, zeig es mir. So, warte mal, ich will jetzt hier next. Bin ich schon wieder bei 2000. Ich bin wieder. Oh Mann! Okay, Leute, bevor die Folge zu lang wird, ich versuche mich bis zum nächsten Mal irgendwie herauszufinden, wie ich den Orbit hinkriege. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.